Und damit herzlich willkommen zurück zu Operator 911 oder auch zu Notrufe Simulator. Ja, wir haben die nächste Stadt erreicht. Wir sind jetzt in Miami und können da jetzt für Recht und Ordnung sorgen. Ja, die größte Stadt Floridas, Touristenparadies, fast das ganze Jahr herrscht hier tropische Temperaturen. Es gibt entlang der Atlantischen Ozeans wunderschöne Strände und so weiter, Partys, ja. Popkultur wie zum Beispiel bei Miami Vice, Dexter, Scarface und so weiter. Ja, 453.579 Menschen. Wir starten das Ganze mal. Erste Hilfe beim Herzinfarkt. Rufe sofort die 911 an. Hilft der Person, die einen Infarkt hat, sich bequem hinzusetzen und vielleicht auf dem Boden an der Wand anlehnen. Warte auf das Rettungsteam. Ja. Und dann gebe ich noch einen Tipp. Es bringt sehr viel, das lernt man auch in jedem Erste-Hilfe-Kurs, wenn dieser Mensch halt eine Entlastung kriegt. Das heißt, wenn er es irgendwo möglich hat und er lässt es mit sich machen, dann kann man ja sagen, er soll die Hände nach hinten nehmen, er sitzt auf dem Boden, soll sich nach hinten abstützen. Das funktioniert wunderbar. Und dann geht es ihm etwas besser. Also, ne? Also man soll ihn dazu nicht zwingen, aber das ist so ein kleiner Tipp, lernt man auch in jedem Erste-Hilfe-Kurs. So, was schauen wir denn hier alles? Boah. Jo, hier haben wir ein bisschen mehr. Ich muss unseren... Oh, hier, was haben wir denn hier, Alter? Hier, Starsky & Hutch oder was, Mann? Richard Tubbs und James Cockrell. Jawohl! Okay. Ja, dann haben wir hier genügend... Ja, wir sind in der Standard-Team. Wir haben auf jeden Fall dreimal Feuerwehr, viermal Krankenwagen, einmal den Rettungs... Polizei, Hubschrauber, Hubala. Ja, einmal ein Polizei-Van. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Heute findet eine Massenveranstaltung statt. Das Musikfestival, du benötigst folgende Teams. Dreimal Polizeibeamte, zwei Sanitäter, ein Feuerwehrmann. Zur Sicherheit zu gewährleisten. Bist du wirklich bereit, diese Schicht zu beginnen? Ja, bin ich. Also, wir haben ein klitzekleines Anliegen. Ja, dann würde ich sagen, Alter, wo habe ich denn hier? Oh Gott, ey, das reicht doch gar nicht. Okay, wir schicken einmal die Feuerwehr hier hin. Dann schicken wir einmal einen Krankenwagen. Die fahren ganz schön schnell, was ist denn los? Achso, die beginnen erst die Schicht. Und dann würde ich sagen, schicke ich mal das da noch hin. Und dann kann das funktionieren. Wir haben jetzt alles da, was wir benötigen. Oder was muss ich da noch hinschicken? Medizinische Schützen benötigt, Feuer benötigt, Polizei. Wir beginnen jetzt mal die Schicht und gucken mal, was passiert. Da ist der erste Notruf. Meldung über eine Rasa. Starsky & Hutch. Oh ja. Das ist bestimmt die Veranstaltung, du Depp. Das ist doch geil. Ja, ich kann nichts machen. Schick da mal vorsorglich die Polizei hin. Ich schick da einfach mal die Polizei hin. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Um ehrlich zu sein. So, wir brauchen noch einen Krankenwagen. Haben wir auf dieser Seite des Flusses keinen Krankenwagen? Die können schon mal die Personaldaten aufnehmen. Das finde ich recht gut. Dann haben wir hier eigentlich Verletzungen durch scharfen Gegenstand, massiven Blutverlust. Ja, dann Kollegenattacke. Was hatten wir hier?
Eine Person ist dabei zu ertrinken. Sofortige Hilfe. Ja, toll. Ja, mach mal langsam. So, hier ist ein Herzinfarkt wurde gemeldet. Person benötigt Transport ins Krankenhaus. Jo, das geht ja relativ simpel. Wie gesagt, die Personaldaten von dem Typen habe ich jetzt. Habe jetzt einen Beruf minus 4. Ich weiß zwar nicht warum, aber keine Ahnung. Die Mucke ist echt gut. Die Fahrzeiten sind halt hier extrem lang. Für den kleinen Abschnitt. So, betrunkener Fahrer verursacht Autounfall. Ja, ich habe kein Rettungsteam da. Ich kann aber die Polizei schicken. Erstmal Starsky und Hutch. Die können den erstmal... Ist halt das Problem. Ich hätte vielleicht noch einen Rettungswagen mehr gebrauchen können. Warum ich den jetzt ruf minus 10? Ich verstehe das Ganze nicht. So, was haben wir hier? Betrunkener Autofahrer, wo ist das Unfall? Die fahren zum Krankenhaus. Da schicke ich einfach mal den Heli hin, weil den habe ich jetzt gerade nur. Rettungsheli wäre eigentlich auch nicht schlecht. Da hab ich Krankenhaus. Und die fahren zum Krankenhaus. Alter, was ist denn jetzt los? Epileptischer Anfall, ja. Ja, jetzt muss ich disponieren. Jetzt muss ich mich beeilen. Die haben gleich... Ja, ich gehe gleich ran. Moment. Ich muss rangehen. Was für Idioten. Wie viele? Was machen sie? Okay, Vandalismus, ja, kein Problem. Geben Sie mir die Adresse, bitte. Oh, yes, it's at... Alles klar, gibt's Verletzte? Ja, ich schicke Ihnen sofort die Polizei. Kleinen Moment. Ja, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Das ist alles gut. Krankenwagen. Oh, fuck, ich brauche hier eine Menge Krankenwagen. Ich schicke noch einen Krankenwagen hin. So, dann schauen wir mal dahin. Hier brauchen wir auch einen Krankenwagen, ne? Ja. Jetzt habe ich alle meine Einsätze im Einsätze. Alle meine Leute im Einsatz. Jetzt darf ich nichts. Oh, scheiße. Zwei Verletzte. Jetzt brauche ich zwei Krankenwagen. Ich habe keinen. Ja, Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung. Halten Sie durch. Sie, Ihnen wird geholfen. Irgendwann. Nächstes Jahr vielleicht. Ach, hier wird ein Transport benötigt. What are the orders? A copy. Go in there. Wir brauchen auch einen Transport, ich habe aber keinen. Der ist bereit. Der ist tot. Ein Feuer. Injured on board.
Ich schicke dann nochmal Starskin Hutch mit hin. Ist auch nicht, warum nicht um den Krankenwagen? Ist der frei hier? Nein. Der ist auch nicht frei, die sind alle gebunden. Verdammt. Ja, Leute, es ist ein bisschen anstrengend gerade mit euch. Ein paar der Maschinen ist zu laut, wahrscheinlich werden Drogen konsumiert. Ja, dann warten Sie bitte. Der wartet auch auf Abholung, ey, scheiße. Kann ich Starship und Hutch hier abziehen? 1 zu 0 kann ich... ja... Hallo, hören Sie mir genau zu. Ich habe eine Bombe auf dem Festival gefunden. Oh. Aha. Wie sieht es aus? Ja. Genau, ich hätte gerne Details. Woher wissen Sie das? Der will uns doch verarschen. Glaube ich nicht. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Du kleiner dreckiger Penner. Ja, ganz ehrlich, die schicke ich die Polizei vorbei. Oh Leute, ich hab keine Einheiten mehr. Ein seltsamer Mann wurde gemeldet, scheint eine Waffe zu tragen. Da schicke ich jetzt mal die hin. Wo fahren Starsky und Hutch hin? Die können mal hier hinfahren. Da brauche ich jetzt auch nochmal einen Polizeiwagen. Den Typen schicke ich auch nochmal die Polizei vorbei. Eine Person ist von der Treppe runtergefallen, schwere unbekannte Verletzungen warten. Okay. Ich habe das Gefühl, es läuft langsam. Schicht ist gleich vorbei, aber es läuft ganz gut. Wir haben jetzt Ruf 2. Wenigstens kein Minus. Ja, stört mich jetzt ein bisschen, aber mal gucken. So, was brauchen die Jungs? Oh, ich schicke dir nochmal Starskin Hutch rum. Dann könnt ihr hier nochmal die Personen befragen. Ein Notfall. Was haben wir hier? Verletzung durch scharfen Gegenstand. Ja, hatten wir schon mal. Zack, dann warten wir da mal. Ey, ich habe das überstanden. Ohne groß... Ohne groß Bambule. Geil. So, da fahren die Jungs hin. Brauchen die noch Hilfe? Ne, mal gucken. Ja, die brauchen Hilfe. Fahrt da mal hin. Nun sind eigentlich die Polizisten die ganze Zeit immer verletzt. Das ärgert mich. So. Das Festival ist auch vorbei. Wie es ausschaut. Ich hatte mir sowas schon gedacht mit diesem Bombenanschlag. Da, weil wir gesagt haben, es ist ein Sicherheitsrisiko und so weiter. Dann wird das erst geschlossen. Wir können es so verschieben. Sehr gut. Lassen wir mal hier so. 22.
Ja, Ruf 7, 16 Einsätze erledigt, läuft bei uns. Ja. Kann ich nicht ändern, kann ich nicht ändern. Okay, der hat uns rausgerissen, der hat uns reingerissen so ein bisschen. Die laute Party hätten wir auch ignorieren können. Es ist immer doof. Es ist immer doof, da irgendwie zu gucken. Kann ich da wen hinschicken oder kann ich nicht? Das ist, ich finde das doof. Ich meine, jeder, der anruft, der braucht irgendwo ein bisschen, der braucht irgendwo Hilfe. Ja. Hier fehlt sogar ein ganzer Mitarbeiter, Alter. Was ist denn hier los, ey, Belegschaft? Du kriegst nochmal einen Sanitäter dazu. Fahren 65. Hier, den nehmen wir. Kevin, Alter. Alpha Kevin. So. Und du kriegst auch nochmal einen Kollegen. Cooper Luke. Hier kommt Luke noch mit hin. Ja, Mann. Aber Cooper braucht noch... Oh, hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Verdammt. Okay, die sind verletzt. Nee, dann... Fahrzeug habe ich auch noch. Equipment. Ihr kriegt erstmal hier, du kriegst erstmal eine Pistole. Und dann würde ich sagen... es gibt auch Schrot. Das ist ja witzig. Da gibt es schutzsichere Westen, da auch. Polizeikürten und Systemterminal. Ermöglicht einfach Zugang zu Polizeidatenbanken, was viele Einsätze. Ja, dann kriegst der das. Und die Funkstreife kriegt das noch. Pass auf. Digo kriegst eine Schrot. Und du kriegst hier noch ein Sturmgewehr. Von dem Polizeihelikopter. Ja. Haben wir noch irgendwie Equipment? Wir haben noch ein paar Fahrzeuge, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen. Ja, wir versuchen das mal mit dem Equipment, was wir haben. Hä? Findet da einmal jeden Tag irgendwie eine Dings statt oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch gerade diese Dings gemacht, oder nicht? Okay. Dann will ich noch ein... Ich will noch ein zusätzliches Feuerwehrauto. Wie kriege ich denn das da rein? So, Belegschaft. Du da. Du da. Du da. Und du da. Dann habe ich euch Einheiten, die möchte ich nämlich nach Dings schicken. Na, pass auf, wir machen das anders. Einen Sanitäter habe ich noch einen. Nehmen wir den hier. Ein Feuerwehrmann will ich auch noch. So, dann haben wir noch ein paar Einheiten mehr. Und wir brauchen dreimal Polizeibeamten. Okay, dann geht er hier auch noch mit. Zack. So, dann haben wir hier drei Polizeibeamten, also einmal Feuerwehrmann. Okay, wir haben zwei Feuerwehrmann, passt. Gar nicht gebraucht jetzt. Es findet keinen. Na gut. Erster Notfall. Musikfestival. Okay. Hallo. We need help. Immediately. There's a young man lying on the shore. He's not moving. Ja, wo sind Sie? Ist er bei Bewusstsein? There's no reaction. He's not moving at all. Okay. Wait. Yeah, he's breathing, but barely. Dann legen Sie bitte in stabile Seitenlage.
Sehr schön. Warten. Understood. Right away. Okay, die haben sich automatisch gesucht, den Einsatz. What are the orders? Heading over there. We're ready. I copy, going there. Alter, was ist denn hier jetzt los? Standing by. 10-4. Heading over there. 2247, what? Waiting for instructions. If there's any FTO order, crew fix. I copy, going there. What are the orders? On my way. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Hier ist Starsky & Hutch. Holt euch den da. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Überblick verloren. Alter, jetzt habe ich schon wieder 6 Einsätze hier. Was ist denn hier los, Alter? Habe ich da noch ein Feuerwehrauto? Nein, was ist da los? Ein Teil der Brücke ist eingestürzt und kommt mit... Alter. Fuck. Pass auf. Du fährst dahin. Du fährst dahin. Gesichtet Verkehrsunfall, ja, sehr gut. Waiting for instructions. What are the orders? I copy. Going there. On my way to the hospital. 2247 West Monroe. Sag mal, wollt ihr mich verarschen hier oder was? Wer fährt denn zu diesem Notfall? Warum fährst du da denn nicht hin? Der braucht Hilfe, der Mensch. Wo ist denn der dritte Feuerwehrwagen? Alter, was ist denn hier los, Mann? Warum brennt denn jetzt hier alles? Wollt ihr mich verarschen oder was? Komm her, scheiß aufs scheiß Festival. Das kann von mir aus starten am Nimmerlandstag. Nicht, wenn ich hier gerade was zu tun habe. Du sollst da hinfahren. Warum fährt er denn da nicht hin, Mann? Er hat sich zusammengerollt und bewegt sich nicht. Dunkelbraun und unscheinbar. Ob das mal gut war? Wo ist denn jetzt dieser Einsatz? Was ist hier eigentlich jetzt los? Ich steige hier gerade schon gar nicht mehr durch, wer jetzt wo irgendwie ist. Komm, ihr müsst da nicht alle rumstehen, ihr sollt da mal hinfahren. Bewegt eure Ärsche. Alter, ich habe hier 1000 Notfälle, was ist denn hier los, Mann? Ich habe keine Krankenwagen, ich habe nix, nothing. Wo schießt es denn jetzt schon wieder? Alter, Leute, ihr müsst jetzt hier mal die ganzen Notfälle abarbeiten, Alter. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Bewegt euch bitte. Den kann ich auch nicht abziehen hier. Den kann ich nicht abziehen. Der ist bei dieser scheiß Musikveranstaltung. Hubala. Was ist denn jetzt hier? Ich schicke da mal einen Krankenwagen hin. Reporting.
kann ich nicht abziehen. Der Krankenwagen fährt da oben jetzt hin. Alter, ich krieg hier gerade, ich krieg hier gleich krieg ich hier einen Föhn. Aber gewaltig. Was machen diese Idioten hier? Ein paar wurde im Geschlechtsverkehr im öffentlichen Raum. Interessiert mich nicht, Mann. Ein Party in der Nachbarschaft zu laut. Ja, halt die Fresse, interessiert mich auch nicht. So, eine Gruppe Betrunkener hat einen Fahrkontrolleur angegriffen. Das ist wieder, das ist okay, da schicke ich jetzt die Polizei hin. So, zack. Was haben wir hier? Ein Polizeimann wurde angegriffen. Ja, ist auch okay. Ich brauche irgendwas. Okay. Wo? Adresse. Was hat sie gemacht? Beruhigen. Ja, ich krieg's auch einen Krankenwagen, das ist gar kein Problem, das wird ein Asthmaanfall sein. Ja, dann setz sie doch mal auf. Nein, bloß nicht. Nein, 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 nein. Ich habe keinen Krankenwagen. Sorry. Jemand hat in der Menschenmenge eine Panikattacke erlitten. Ja, Mann, ich kann dir aber... Doch, ich kann dir was schicken. Ich schicke dir jetzt den hier. So, was haben wir hier? Vergiftung durch unbekannte Substanz. Reporting. Heading over there. Immediate transport to hospital needed. What are the orders? Waiting for orders. Reporting. Ready for the next case. We can't do it now. Cannot do that. On my way. I'm listening right away. So, was haben wir hier? Ein paar Worte beim Geschlechtsverkehr interessiert mich nicht, das können wir ignorieren. Ein verdächtiges Mädchen bot gerade etwas Nettes im Verkauf an. Ja, ich habe es ignoriert, ist mir egal. Polizei wurde angegriffen. Ja, da wird geschossen. Die brauchen einen Krankenwagen. Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Gleich soweit. Eine junge Person hat sich auf der Straße gelegt. Ja, Mann. Einer der Fans, die in der Nähe der Bühne standen, hat schwer Verletzungen erlitten. Ja, ach. Kann ich nicht machen. Gut, dann lügst du hier halt aus. Dann ist es so. Nein, du musst hier oben hin. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Wie viele Polizeileute sind denn eigentlich im Einsatz? Seid ihr besoffen oder was? Ihr faulen Schweine, Mann. So, was brauchen die denn? Die brauchen ein Van. Aber ein Krankentransport. Oh, hallo, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Alter, das geht mir gerade so ein bisschen auf den Schissel hier, die ganze Scheiße, die ich hier noch habe.
Aber wir haben gut Punkte gemacht, ey. Wir haben richtig gut Punkte gemacht. Ich brauche jetzt erstmal einen Krankenwagen. Du fährst jetzt dahin. So. Alter, ich habe gerade Errungenschaft freigeschaltet. So, Krankenwagen. Du erstmal dahin, das ist wichtiger. Was haben wir hier? Sehr schön. Was fehlt hier noch? So, Krankenwagen fährt dahin. Da habe ich auch noch einen Krankenwagen. Der fährt dahin. Gesichtet, Panikattacke. Ja, toll, habe ich einen Krankenwagen. Jetzt. Alter, geht mir das gerade auf den Schissel. Jetzt mal ehrlich. Was brauchen die? Ein Polizeitransport. Kriegst du. Dann fährst du jetzt mal dahin. Da brauchen wir einen Krankenwagen. Da brauchen wir auch einen Krankenwagen. Alter, wir haben 44 Rufpunkte. Das knuspert gerade richtig. Sehr schön. Was brauchen die hier? Da kann ich nochmal ein Polizeiauto hinschicken. Und hier schicke ich auch nochmal den Heli hin. Dann haben wir es gleich. Mann, die Schicht war übel. Die war richtig übel. So, mit O. Alter, Leute, komm. Einsätze in dieser Schicht, ey. So ein krasser Scheiß. Oh, endlich. 40 Einsätze. 52 Punkte. Wir haben... Boah. Von der Menge erdrückt. Der Auto im Brand. Da konnte ich jetzt nichts machen. Verletzung durch scharfen Gegenstand. Ja, ist halt so. Geschlechtsverkehr im öffentlichen Raum ignoriert. Ja, was sollte ich denn machen?
Ertrinkende Person haben wir auch nicht geschafft. Geschlechtsverkehr wurde auch ignoriert. Drogendealer habe ich auch ignoriert. Die Schlange habe ich dämlich gelöst. Ja, okay. Auf der Straße liegend, ja, mein Gott, soll er liegen bleiben. Ja, das gab mal 57.000. Ja, krass. Wir wurden in die neue Stadt befördert. Sehr schön. Erste Hilfe, Anfall, Epilepsie. Ja. Versuche nicht, den Anfall zu bändigen oder einer Person in den Mund zu stecken. Genau, mach das nicht. Entfernt alle umliegenden Gegenstände, damit er sich Personensicht verletzt. Richtig. Benutze eine Decke oder ein Kleidungsstück, um den Kopf zu schützen. Das deckt sich aber nicht mit Nummer 1. Also, man, klar kann man die Decke zusammenrollen und kann die um den Kopf legen. Das ist gar kein Problem. Aber, ja, nicht festhalten. Wähle 112, der Anfall der vierten Dauer, die Person im Anfall nicht mehr atmet, die Person im Anfall schwer verletzt ist. Anfall der Person ist prüfen, Anfall der Atmung der Person frei. Okay. Ja, wir sind in der nächsten Stadt. Wir sind in Albuquerque, ist New Mexico. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.